In der ersten Folge von The Book of Boba Fett werden uns einige Wissenslücken über das Überleben und das neue Ziel des ehemaligen Kopfgeldjägers gefüllt. Ich möchte euch heute einmal alles über diese erste Folge, das erste Kapitel und die Easter Eggs und Referenzen darin erzählen. Etwas verspätet, ich weiß, ist noch früh im Jahr. Sowie auch generell nochmal die ganze Handlung der ersten Folge abreißen und euch meine Idee, wie es in der Staffel weitergehen könnte, die ihr vermutlich schon am Titel erkennen könnt, erklären. Mein Name ist Luke, das hier ist ein neues Recap auf Nerd Factory und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video in diesem neuen Jahr und wir holen auf und dann ist das alles wieder aktuell, keine Angst. Doch bevor wir anfangen, ihr habt das ja gerade schon gesehen, eine ganze Menge von euch haben noch nicht abonniert und wenn ihr vielleicht nicht bemerkt habt, wo dieser Helm herkommt, dann solltet ihr jetzt abonnieren, denn jede Menge neue, coole Videos warten auf euch und auch der komplette Rüstungsbild dieser Boba Fett-Rüstung, an der ich gerade arbeite, wird da dabei sein. Und wenn ihr vielleicht noch in die Kommentare schreiben wollt, wow, Luke ist immer pünktlich mit seinen Videos, das ist ja fantastisch, der würde niemals irgendwas versprechen, was er nicht halten kann, dann macht das doch jetzt auch einfach, das kann ja auch nicht schaden. Wir beginnen die Folge mit einem neuen Stil des Star Wars Serien-Intros, in dem nun eben die bekannten Helme sind, die wir auch aus den anderen sehen können, plus Boba Fett und Fennec Shand. Die bedrohliche Musik eröffnet uns einen Blick auf Jabbas Palast, verlassen und ohne Leben, nachdem Boba und Fennec den sitzenden Herrscher Bib Fortuna in der Post-Credit-Scene von Mandalorian Staffel 2 ja besiegt haben. Ein Shot davon sieht sogar ein bisschen aus wie ein Matte-Painting und nicht tatsächlich wie ein Set. In seiner Kammer, in der wir links bereits seine aufgestellte Rüstung und Waffen sehen, die deutlich weiter sind als meine Version, fahren wir auf einen Bacta-Tank hin, welcher dort anstelle eines Bettes aufgestellt ist. Dieser Punkt, der wird gleich nochmal sehr wichtig, aber ja, der Einrichtung nach ist dies offensichtlich Bobas private Kammer, in der er sich ebenfalls ankleidet. Dennoch kein Bett. Links sehen wir seine Rüstung, wie gesagt, auf einer Puppe und fast einer Art Schrein aufgestellt. Umringt ist diese von einem Scharfschützengewehr der Tusken und einem Gaffy-Stick. Eben dieser, was uns nach seinem ersten Auftritt in Mandalorian nochmal einen Hinweis gibt, wohin diese Reise gehen wird und wie sein Entkommen des Sarlaccs sich abgespielt hat. Wir hören nun das Zischen des Beatmungsgerätes, während der Score im Hintergrund beginnt, einen Chorgesang zu spielen. Dies ist eine seltene Sache in Star Wars übrigens. Bisher bekam eigentlich nur Darth Plagueis, Palpatine, Maul und Snoke einen gesungenen Score. Arrangiert wird das Ganze übrigens wieder vom Komponisten des Black Panther, aber eben auch Mandalorian-Themas Ludwig Göransson, glaube ich, spricht man es aus. Aber ja, Bobas besondere Stellung hier wird eben auch dadurch direkt klar. Er ist einer der ganz, ganz Großen im Star Wars-Universum und wir beginnen nun endlich seine Geschichte kennenzulernen. Im Close-Up sehen wir, der Bacta-Tank hat seinen Sinn bereits gut erfüllt. Sah Boba in der zweiten Staffel Mandalorian noch aus wie eine geröstete Rosine, hat er nun deutlich weniger Narben und auch seine Augenbrauen, die sind zurückgekehrt. Doch es gibt einen Grund, weshalb er immer noch hier in der Flüssigkeit liegt. Ähnlich wie Vader in Rogue One muss auch Boba offenbar immer und immer wieder in diesem Tank liegen, auch wenn seine äußeren Wunden bereits geheilt sind. Boba hat nun Flashbacks, seine Heimat Kamino, die Nacht, in der er mit seinem Vater von dort wegflog, das Landepad von Topoka City, auf dem die Slave One steht, eine Stadt, die wir nie wiedersehen werden, da, Spoiler Alert, diese vom Imperium am Ende von The Bad Batch komplett bombardiert und versenkt wurde. Nach einem kurzen Zucken erinnert sich Boba dann daran, was direkt danach passiert. Sein Vater wurde von Mace Windu ermordet, enthauptet. Eine Idee, die wir ja hatten, war, dass er in dieser Serie wohlmöglich Wind vom Überleben des Jedi-Meisters bekommen könnte und sich daran rächen will. Aktuell sieht es allerdings nicht so aus. Ob diese Szene hier jetzt aber dafür wichtig sein könnte, vielleicht doch noch, oder einfach nur, weil sie zeigt, wie wichtig Bobas Vater und dessen Stand und Rüstung ihm waren, das sei nochmal dahergestellt und wir kommen in der zweiten Folge auch nochmal drauf zurück. Der kleine Boba hebt jetzt Jungos Helm auf, was mir immer komisch vorkam, auch schon in Episode 2, denn weder ist Jungos Kopf noch im Helm, der fliegt nämlich beim Enthaupten hinaus, wie man am Schatten hier sieht, noch ist Jungos Körper noch da. Bei. Und der liegt ja auch quasi direkt daneben, dass Boba jetzt ausgerechnet nur zum Helm rennt, statt zu seinem Vater, also den Körperteilen, die da noch liegen, fand ich immer ein bisschen eigenartig. Wir sehen aber dennoch, wie er den Beskar-Helm seines Vaters aufhebt und sein Gesicht sich im Visor widerspiegelt, was natürlich ist wie Poesie und sich reimt und George Lucas und so, versteht ihr? Ne? Ist halt, oh, Boba Fett. Doch nun sehen wir, wo Boba nun war, als wir in die Rückkehr des Jedi, der Jedi-Ritter, das letzte Mal ihn gesehen haben. Im Magen des Sarlacc.
Inspiriert ist dieses Visual übrigens sehr, sehr sicherlich von diesem Artwork aus 2016 von Dan Lu Visi Art. Es ist auch einfach viel zu nah dran, um nicht wenigstens ein bisschen von dieser Optik inspiriert gewesen zu sein. Da werden Favreau und Filoni sich sicherlich ein bisschen bedient haben. Der Sarlacc verdaut Boba und einen Stormtrooper wie angedroht in einem Zeitraum von 1000 Jahren. Die Farbe auf Bobas Rüstung ist allerdings schon deutlich angekratzt und später sehen wir auch, dass seine Haut sehr zersetzt ist durch die Magensäure. Also ist der Zeitraum vermutlich nicht unbedingt 1000 Jahre. Außerdem müssten da noch ein gutes Dutzend anderer Goons von Jabba drin liegen, aber die sind nirgendwo zu finden. Boba ringt um Luft, als er den Stormtrooper sieht, welcher übrigens sehr wahrscheinlich sogar aus einer der ersten Besatzungswellen des Imperiums auf Tatooine stammt, welche wir in A New Hope sehen. Nun kämpft er sich zu diesem und reißt ihm einen Sauerstoffschlauch aus dem Helm, den Stormtrooper scheinbar haben. Warum das komplett dumm und sinnlos ist, das erzähle ich euch übrigens nächste Woche. Aber schon mal so viel. Star Wars versucht uns immer und immer wieder die Helme in ihren Filmen als Druckhelme, die einen irgendwie vor dem Vakuum des Weltalls und Giften in der Luft schützen können, zu verkaufen. Aber nichts an diesen Helmen zeigt jemals wirklich, dass das überhaupt möglich wäre, außer die Soundeffekte. Und sowas wie dieser komplett neue Schlauch hier, der noch nie irgendwo an einem Stormtrooper-Outfit sichtbar war oder irgendwie da lang gehen. Alle haben die Helme immer einfach abgesetzt, ohne irgendwas zu entkoppeln. Naja. Im Hintergrund hören wir auch übrigens die Schreie des Sarlacc aus Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Naja, also jedenfalls nutzt jetzt Boba den Sauerstoff, um in der säurehaltigen Luft des Sarlacc-Magens zu überleben. Er flambiert den Sarlacc von innen und kämpft sich dann aus dessen Schlund heraus. Funny thing übrigens, da wo das Feuer in dieser Szene herauskommt, ist eigentlich nicht der Flammenwerfer von Boba Fett, sondern der Enterhaken, wie wir ebenfalls mehrfach sehen in zum Beispiel Rückkehr der Jedi-Ritter. Der Flammenwerfer ist eigentlich am oberen Teil der Armschiene, genau da, wo dieser kleine Nupsi ist. Viel eher kämpft Boba sich jetzt aus dem Sand neben dem Sarlacc heraus. Im Hintergrund sehen wir auch den Tentakel, der in die Rückkehr der Jedi-Ritter von Han Solo beschossen wurde, als er Lando quasi vor dem Schlund rettete. Außerdem ist dort auch das Wrack von Jabbas Yacht, welche ja am Ende des Kampfes am Sarlacc in die Luft geflogen ist. Die Art und Weise, wie Boba sich hier aus dem Sand zieht, ist übrigens 1:1 der Pitch von Patton Oswalt aus Parks and Recreation Season 5 Episode 19 aus dem Jahr 2013, was eine fantastische Hommage an nicht nur diese wirklich tolle Show, sondern ebenfalls Patton Oswalts lebendige Umschreibung dieser Szene ist. Und er findet das auch übrigens fantastisch, wie er auf Twitter schreibt, und ich liebe es, dass sie das so eingebaut haben. And pan down from the twin sons of Tatooine, we are now close on the mouth of the Sarlacc pit. After a beat, the gloved Mandalorian armor gauntlet of Boba Fett grabs onto the sand outside the Sarlacc pit, and the feared bounty hunter pulls himself from the maw of the sand beast. Okay, this is exactly... And we realize that he survived his fall during the battle at Jabba's palace ship. Nun, der komplett panierte Boba Fett bricht nun vor dem Pit in sich zusammen. Und auch hier sehen wir, by the way, nochmal, dass der Helm bei weitem kein Drucksiegel hat. Man sieht Bobas Kinn und Wange unten herausragen. Wer mich kennt, der weiß, ich trinke sehr gerne Bubble Tea. Boba, wie man ja auch sagt, im allgemeinen Sprachgebrauch. Und deswegen haben wir für euch jetzt das neue, wundervolle Design zu der Serie The Book of Boba Fett. Bobas Boba. Meins ist leider gerade in der Wäsche, weil ich so gerne trage und ein bisschen vollgeschwitzt habe, aber ihr könnt jetzt auf unseren Merch-Shop gehen. Nicht nur das The Nerd Factory Star Wars Design euch holen, um uns zu supporten, sondern eben auch Bobas Boba. Das gibt es nur für limitierte Zeit bis zum Ende der Serie und danach wird es das nicht mehr geben. Also holt es euch jetzt, unterstützt uns damit und habt zudem noch ein sehr eigenes, unique Design für euch zu Hause. Scheinbar wurde Boba über Nacht entpaniert aus irgendeinem Grund. Er ist immer noch schleimig, aber der Sand ist weg. Und wieder kommt das Zischen, was klingt, wie wenn man eine Mineralwasserflasche aus dem Sodastream zieht, obwohl man wortwörtlich sein Kinn sehen kann, schon bevor das passiert. Die Jabbas reißen ihm nun auch die korrodierte Rüstung vom Leib. Wichtig für mich hierbei, seht ihr die linke Armschiene? Die sieht genauso aus wie die, die ich 3D gedruckt habe. Hier ein Bild davon. Vom ganzen Aufbau und allem, die Kanone und alles. Merkt euch das, das macht mich wahnsinnig. Und ja, again, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich baue gerade die komplette Mandalorian Staffel 2 Version von Boba Fetts Rüstung.
Ich dachte eigentlich, das ist die gleiche wie hier in der Serie, aber nein, sie haben alles geändert, auch die komplette, also ich habe für 500 Euro Stoff auf Etsy gekauft und er trägt quasi nichts davon. Aber ja, Mandalorian, also wir reden da nochmal drüber im Laufe der nächsten Wochen, da kommen noch ein paar Videos dazu. Jedenfalls packen die Jawas sich jetzt die Rüstung ein. Dessen weiteren Verlauf, die kennen wir ja schon, die Geschichte, denn die Erzählung von Cobb Vanth aus Mandalorian Staffel 2 zählt uns auf, was danach alles passierte. Vermutlich sogar am selben Tag. Und er holte sich dann die Rüstung, verteidigte sein Dorf damit und später kam sie dann wieder zurück zu Boba. Nachdem die Jawas das Wrack und Boba geplündert haben, tauchten die Tusken auf. Ein spezieller Stamm, um genau zu sein. Darüber erfahren wir dann in Folge 2 noch deutlich mehr. Dieser Stamm fängt jedenfalls Boba als Sklaven erstmal ein, belebt ihn mit einer Art Larvensaft aus der, die schön ausgepresst wird, wieder und ziehen ihn hinter sich her. Zurück im Camp der Tusken reisen sie in einer Linie statt verteilt, so wie es Obi-Wan in New Hope schon beschreibt. Sie versuchen, ihre wahre Zahl zu verstecken, indem sie in einer geraden Linie sich bewegen. Die Art und Weise, wie Boba jetzt umfällt und dann gezogen wird über den Boden, die gleicht ein bisschen der Szene aus Gladiator, in der Maximus halluzinationiert, nachdem er versklavt wurde. Danach sehen wir den Titel des ersten Kapitels. Stranger in a Strange Land. Das ist, wie es ja auch in Mandalorian es einige Male gab, eine Bibelreferenz. Es referenziert einen Satz, in dem es um einen von Moses' Söhnen geht. Dieser wurde in Ägypten als Israeli geboren und so gab Moses ihm eben auch einen hebräischen Namen anstelle eines ägyptischen. Ein Fremder in einem fremden Land. Es spiegelt Bobas Reise hier bereits im Titel wider, vom Sklaven, der lernt, die Gewohnheiten der Eingeborenen zu respektieren und zu ehren und am Ende einer von ihnen zu werden. Die Parallele zu Moses, also Boba Fett eigentlich zu Moses, die wird tatsächlich noch wichtiger, sobald es dann in Folge 2 geht, aber ja, wir sehen jetzt Bobas aktuellen Stand als Ziel des Frustes der Kinder, der Tusken sowie der Tusken selbst in der nächsten Szene. Auch interessant ist übrigens, dieser Stamm lebt in Zelten und nicht in Jurten, wie wir in Attack of the Clones sehen. Offensichtlich gibt es zwischen den verschiedenen Stämmen sehr, sehr große Unterschiede. Sie unterscheiden sich auch optisch, da sie schwarze statt beige Grundfarben in ihren Outfits haben, was zugegeben für einen Planeten, der komplett Wüste ist und zwei Sonnen hat, nicht unbedingt die schlauste Idee ist. Naja, als Boba wieder aufwacht, erblickt er einen ebenfalls gefangen genommenen Rodianer und einen der Tatooine-eigenen Hunde, welche direkt in Verbindung mit den Tusken stehen, wie wir ja bereits in Mandalorian Staffel 2 sehen, immer wo diese Hunde sind, sind auch Tusken. Das sind Massifs. Massifs. Bobas Plan ist es tatsächlich, den Massif anzulocken und an seinen messerscharfen Zähnen seine Fesseln durchzuschneiden. Er provoziert den Hund, er versucht nicht zu verstecken, dass er sich befreien will, sondern er will ihn anlocken, um quasi ihn zu nutzen, um sich zu befreien. Der Rodianer, der nutzt seine Chance zu entkommen aber nicht und alarmiert die Tusken, woraufhin direkt eines der Kinder, das mit dem Stock sich auf Boba stürzt und ihn stoppen will. Boba überwältigt natürlich den Jungen mit Leichtigkeit, tut ihm aber nichts an. Er ist ja nicht Anakin Skywalker. Während Boba sich Aug in Aug mit dem Massif sieht, fragt sich der Junge anscheinend bereits, weshalb er ausgerechnet verschont wurde. Das ist schon der erste Hinweis darauf, dass die Tusken lernen, dass die Outworlders nicht alle böse sind und ihnen den Tod anhaben wollen. Boba tritt nun im direkten Zweikampf mit der Frau des Chiefs an, dem Warrior, und verliert natürlich gegen ihre Profession mit dem Guffy-Stick. Gespielt wird sie übrigens von einer Schauspielerin, Stuntfrau, die ihr schon aus vielen anderen großen Filmen kennt, aber nicht wisst, dass ihr sie kennt. Sie ist das Stunt-Double von Captain Marvel, Wonder Woman, auch in Aquaman ist sie die quasi das Stunt-Double von Hera und so weiter und so fort. In diesem Kampf sieht man jetzt, dass Boba nicht wirklich trainiert in Kampfstil mit dem Guffy-Stick ist. Das passt per se sehr gut zu seiner bisherigen Geschichte. Er wurde ja nie wirklich trainiert. Er ist natürlich gut und kreativ, aber gegen eine Person, die komplett professionell mit einer bestimmten Waffe umgehen kann und er gar nichts hat, ohne seine Rüstung, ohne seine ganzen Gadgets, hat er keine Chance. Als er im Boden liegt, endet der Traum dann damit, dass Boba von Fennec Shand geweckt wird, weil die verschiedenen Machthaber Tatooines ihm jetzt ihren Tribut
zollen wollen. Boba wird nun von Droiden in seiner ikonischen Rüstung angekleidet, die an beinahe allen Stellen anders ist als die, die ich gemacht habe, wie gesagt, kurz vor der Serie. Und das hat mich in eine tiefe Depression gestürzt. Naja, anhand des spärlichen Materials in Mandalorian Staffel 2 gab es quasi schon die ersten Hinweise, dass sich ein bisschen was ändern wird im Vergleich zu den Trailern, aber jetzt wissen wir es sicher. Selbst die Knieschoner sind nicht mal mehr die von Boba Fett aus der originalen Rüstung, sondern im Grunde die von Mando, aber orange lackiert. Er hat eine völlig andere Unterkleidung an, einen schwarzen Flightsuit statt eben seiner eher Tusken-artigen Klamotte. Seine Hose hat sich von dieser HK-Hose, die sehr cool war, eben zu diesem Flightsuit mit ein bisschen so Biker-mäßigen Elementen umgeändert und so weiter und so fort. Ja, selbst die genaue Form der Brustpanzerung ist anders, was überhaupt keinen Sinn ergibt, weil es die gleiche Rüstung sein soll wie die von Django. Aber sie haben die Form verändert, damit sie mehr aussieht wie eben die canonized Mandalorian-Rüstungen, die wir aus Clone Wars kennen. Und wisst ihr noch, als ich meinte, ihr solltet darauf achten, wie die linke Armschiene aussieht? Nun, hier sieht sie jetzt komplett anders aus. Wie das Ende, wo der Blaster ist. Es ist alles anders. Die Läufe des Armblasters sind plötzlich ganz kleine, dezente Öffnungen statt diesen großen Rohren. Again, was keinen Sinn ergibt, denn es ist die gleiche Rüstung wie die von Django. Warum ist sie verändert? Es macht keinen Sinn. Könnt ihr euch vorstellen, wie wahnsinnig ich geworden bin, als ich diese erste Folge gesehen habe? Natürlich genieße ich das, aber ich habe so viel Zeit damit verbracht, den ganzen Scheiß hier zu drucken. Und es ist alles anders! Anyway, jetzt kommt wieder dieses Zischen vom Helm, was wie gesagt absoluter Unfug ist, da kein Drucksiegel drin ist. Das sehen wir später auch nochmal genauer. Und Boba guckt natürlich erstmal bedrohlich rein. Den ersten Tribut, den bekommt er vom Aqualish Garfala Quox, welcher ein Don unter Jabba und Bib Fortuna war. Er ist quasi der Anführer der Aqualish Crime-Familie unter Bobas quasi Boss-Herrschaft. Gespielt wird er von Barry Lowen, der ist eines der Stunt-Doubles von Din Djarin und spielte einen der Shore-Trooper in Staffel 2, The Believer, vielleicht diesen hier, der traurigste Shore-Trooper der ganzen Serie, der umsonst quasi gestorben ist und einfach nur Mittagessen wollte. It was at this moment that he knew. Hinter ihm der Droide ist übrigens 8D8, der vom Schmelzdroiden umgebaute Folterdroide, den kennen wir auch schon aus Rückkehr der Jedi-Ritter im Folterkeller von Jabba. Hier kommt übrigens auch schon der erste Hint für den trockenen Humor von Boba heraus. Wir kennen ihn ja bereits aus The Mandalorian, in dem er ab und an Scherz bzw. Teil eines Witzes ist, dieser trockene Humor. Hier wieder, Boba ist ganz neu hier und hat noch nicht mal einen Protokolldruiden, um ihn zu übersetzen, was die Aliens überhaupt sagen, deren Sprache er nicht spricht. Großer Unterschied wieder auch hier zu Din Djarin, der ja die Zeichensprache der Tusken spricht und sogar die Sprache der Tusken spricht und offensichtlich auch ein paar andere Sprachen versteht. Der nächste ist Doc Strassi, ein trandoshanischer Don, welcher eben die trandoshanische Crime-Familie Tatooines anführte. Er begrüßt Boba als den neuen Daimyo. Das ist ein japanisches Wort, welches in der Sengoku-Zeit, oder übersetzt die Zeit der kriegführenden Lande, der Titel von Lords in Japan war. Strassi bringt Boba Wookiee-Fell. Und nicht nur dieses eine, sondern 1000 Stück. Dies ist eine sehr große Ehre von einem Trandoshaner, da Wookiees eben neben ihnen die wohl gefährlichsten, bewusst denkenden Wesen der bekannten Galaxis des Star-Wars-Universums waren und Trandoshaner und Wookiees quasi Erzfeinde sind, da Trandoshaner diese zum Sport jagen und sie quasi das höchste Ziel, die höchste Jagdtrophäe sind. Als nächstes kommt der wirklich, wirklich wichtige Mann hinein. Der Majordomo des Bürgermeisters von Mos Espa. Der Heimatstadt von Anakin übrigens, welche wir in Die dunkle Bedrohung zum allerersten Mal sehen konnten. Dieser hat nun die größten Balls der Galaxis, indem er nicht nur extrem arrogant gegenüber Fett auftritt, sondern ihm nicht nur keinen Tribut zollt, wie es ja eigentlich Tradition gewesen wäre, sondern sogar einen Tribut von Boba verlangt. Als dieser ablehnt und der Majordomo sich davon hinfort macht, kündigt er noch die Ankunft einer weiteren Delegation an und diese sehen wir dann auch später direkt. Das Verhältnis zwischen dem Bürgermeister und dem neuen Daimyo ist von Anfang an kritisch. Aber zuerst geht es noch um die letzten zwei gamorreanischen Wachen von Jabbas Palast.
Diese sind noch verblieben und haben sich nicht gestellt. 8D8 will natürlich sofort die Folter der beiden als Stärkedemonstration nutzen, um den neuen Daimyo Macht zu verschaffen. Doch Boba lehnt das ab. Stattdessen will er, dass diese beiden seine neuen Wachen sind und loyal zu ihm sind. Fennec hält das für eine schlechte Idee und vielleicht ist es das auch, aber das werden wir erst noch sehen. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass diese ihre Loyalität Boba gegenüber aufgeben, sobald die Hutten hier wieder übernehmen. Wir sehen nun aber erstmal, wie die Gruppe durch Mos Espa läuft und sich zu einem Etablissement aufmachen, dem Sanctuary. Fennec kritisiert erneut Bobas Auftreten, doch er erklärt ihr, dass er ein Down-to-Earth-Crime-Lord sein will, welcher mit Respekt und nicht mit Angst regiert. Er will die Leute nicht einschüchtern, sondern er will, dass sie ihn respektieren und er auf Augenhöhe mit ihnen ist. In dieser Szene sehen wir auch drei Droiden, die unglaublich bekannt aussehen. Und in der Tat, es sind drei Spot-Roboter von Boston Dynamics, welche ein bisschen verstar-warsified wurden. Aber nein, das ist kein CGI, das sind drei echte Roboter. Wir sehen jetzt hier ein paar Jawas in den Straßen und vor allem ansonsten Menschen. In dem Etablissement treffen wir einen alten Bekannten, Max Rebo. Dieser sollte aber eigentlich tot sein, da er auf Jabbas Yacht war, als diese explodierte und scheinbar jeder andere dort gestorben ist. Aber er hat es scheinbar überlebt. Ich bin mir auch gerade gar nicht sicher, ob Bib Fortuna auch auf der Yacht war. Und wenn der ja auch überlebt hat, vielleicht sind sie zusammen geflohen. Ein großes Mysterium war aber auch immer, ob Max in seinem Instrument steht und mit seinen Armen spielt oder ob er in der Tat nur zwei Gliedmaßen hat und auf einem Kissen sitzt und quasi mit seinen Füßen spielt, mehr oder weniger. Und es sieht hier so aus, als wäre es tatsächlich eher Letzteres. Er und der Biff-Musiker spielen hier übrigens eine etwas ruhigere, entspanntere Version des Cantina-Band-Songs. Wir sehen jetzt die Bar und ich gehe mit euch mal eben die ganzen Spezies durch, die wir hier sehen. Der Barkeeper, der ist vermutlich ein Shistavanen, ein Wolfmann. An der Bar sitzt ein Sakian, eine Spezies von Aliens, die erstmals in Clone Wars eingeführt wurden. Hier ist noch ein Advocé-Alien, ein quasi zyklopenartiges Alien im Hintergrund. Einer der The Last Jedi-Spezies steht hier noch, welche extra für Kanto beide erdacht wurden. Und ein Mann, dessen Stirn rot und Kinn grün ist, der aber keine spezielle Spezies eigentlich hat. Vielleicht ist es einfach ein Mensch, der sich das Gesicht tätowieren lassen hat, wir wissen es nicht. Aber diese Spezies war bisher noch nirgendwo aufgeführt. Die verschiedenen Astromech-Droiden wurden hier zu Kellnern umgebaut. Das ist eine Referenz auf R2-D2, der in Episode 6 ja ebenfalls auf Jabbas Yacht das tun muss. Am Spieltisch sitzt noch ein weiterer Shistavanen, der Droide, der in der Mitte des Spieltisches sitzt, ist übrigens der DJ-Droide der Galaxy's Edge Freizeitparks R3X oder zumindest vom gleichen Stil. Als die Twi'lek-Tänzer Bobas und Fennecs Helme zum Reinigen abholen wollen, fällt mir ein ganz kleines Detail auf. Twi'lek-Männer, also männlich geborene Twi'lek, haben eigentlich menschlich aussehende Ohren. Twi'lek-Frauen sind die einzigen mit diesen kuppelförmigen Ohren. Diese Person hier hat allerdings auch kuppelförmige Ohren. Ob das jetzt ein neuer Lore-Eintrag ist, dass es Trans-Twi'leks geben kann und dass es Trans-Personen gibt in Star Wars, was ein großer Schritt wäre für das Franchise, oder ob sie da einfach nur dem jetzt was anderes aufgesetzt haben, damit es ungefähr gleich aussieht, das stellt jetzt nochmal, ist in Frage gestellt, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, für eben das große Ganze, für unsere Kultur, großer Schritt, die erste Trans-Person in Star Wars. Boba sagt trotz Fennecs ersten Weigern zum Reinigen des Helmes zu. Er entgegnet ihr dann mit dem gleichen Satz, den sie ihm gerade sagte, als sie wollte, dass er auf einer Bahre getragen wird. Things go smoother if you accept their ways. Die Besitzerin des Sanctuary, wie das Etablissement wie gesagt heißt, begrüßt jetzt Boba und Fennec und bietet ihnen ihren Service an. Boba will sich nur vorstellen und ihr versichern, dass er Acht darauf geben wird, dass ihr Business weiterhin floriert unter seiner Herrschaft. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das genaue Gegenteil passieren wird und diese ganze Bude zerschossen wird, wie wir das ja aus Star Wars sehr gerne mal kennen. Als Boba seinen Helm nun zurückbekommt, sehen wir darin einen Haufen Credits. Und wisst ihr, was wir noch sehen? Moosgummi und Plastik. Nichts, was auch nur ansatzweise ein Drucksiegel sein könnte und ein Geräusch machen würde. Die Credits darin sind übrigens jetzt auch schon die der New Republic, denn diese sind nun mal die, die in diesen Bereichen der Galaxis nun mehr oder weniger das Sagen haben und die neue Währung stellen. Doch nun werden Boba und Fennec erstmal von Assassinen auf ihrem Rückweg angegriffen. Die andere Delegation, von dem Major Domus gesprochen hat, also der des Bürgermeisters, sind da. Was ich mich allerdings dann doch frage ist,
Was war das Ziel der Assassinen? Sie pauken Fennec und Boba natürlich mit diesen Schockstäben, aber wenn die Gamorreaner jetzt nicht eingeschritten wären, was wäre passiert? Sie waren einfach nur mit Schilden umzingelt, sie haben nichts getan. Sie schienen nicht wirklich drauf und dran zu sein, Boba umzubringen. Sie hatten nicht mal Waffen dafür dabei. Wir sehen, wie Boba sich gegen die Assassinen behauptet und ganz offensichtlich eine Stuntrüstung aus Schaumstoff trägt übrigens und nicht pures Beskar, denn sie wabbelt wie ein kleines Gummi-Silikon-Ding, was es eben zum Kampf gibt in solchen Stunt-Situationen. Er befiehlt Fennec, die Assassinen oder zumindest einen lebendig zu fangen, nachdem er mit seiner Wrist Rocket einen der Assassinen komplett weggepustet hat. Die Assassinen und Fennec machen etwas Parkour in Mos Espa und dann wird Boba wieder in den Bacta-Pot geschmissen. Und das ist übrigens der Punkt, an dem ich die Bedeutung des Titels hier dieses Videos einmal ansprechen will. Boba stirbt. Und ich denke, hier wird eine der verschiedenen Storylines aus Legends aufgegriffen, in der Boba Fett tiefe körperliche Verletzungen in Form von Krebswucherungen und ähnlichem mit sich aus dem Sarlacc nimmt. Und ich glaube, das ist der Grund, weshalb er kein Bett hat, sondern nur den Bacta-Pot. Warum er jede Nacht dort drin schlafen muss, auch wenn sein verlassenes Sarlacc bereits einige Jahre offenbar her oder offensichtlich her ist, denn wir sind ja immer noch 9 nach der Schlacht von Yavin, also einige Jahre nach Episode 6. Er träumt erneut von seiner Zeit bei den Tusken. Er erinnert sich, wie ihn der kleine Tusken-Junge zusammen mit dem anderen Sklaven mitnahm, um nach den Black Melons zu graben. Der Weg, wie die Tusken sich eben weiterhin mit Flüssigkeit versorgen können, obwohl sie so tief in der Wüste leben und keine Vegetation weit und breit haben. Diese kleinen Früchte haben eine Milch in sich, die sie aus der Feuchtigkeit im Boden ziehen, ähnlich wie auch die Feuchtfarmer, wie zum Beispiel die Lars-Familie, die Flüssigkeit aus dem Boden der Wüste ziehen. Die Tusken trinken die Black Melon-Flüssigkeit, um zu überleben. Auf dem Weg dahin sehen wir übrigens, wie eine Biker-Gang mit einem uns bisher nicht bekannten Symbol die Gegend dort terrorisiert. Sie rauben einen eben solchen Feuchtfarmer wie die Lars-Familie aus und stehlen dessen Wasservorräte und töten ihn im Anschluss. Und auch wenn es sehr ähnlich aufgebaut ist und auch die Person im Eingang liegt, das hier ist nicht Skywalker Homestead, denn Boba ist hier am Dünenmeer, was extrem weit weg vom Ort ist, an dem die Skywalkers leben. Außerdem ist auch die Form des Hauses anders, trotzdem wurde es aber ähnlich gebaut und im Hintergrund ist trotzdem eine Art Krater, genau wie es bei den Skywalkers ist. Das Haus ist ähnlich gebaut, aber es ist nicht das gleiche. Nun soll die Gefangenen der Tusken nach den Black Melons graben und der Rodianer ist deutlich erfolgreicher als Boba und der findet dann aber auch eine, öffnet sie und trinkt selbst etwas davon. Als der Junge ihn dafür bestrafen will, zeigt Boba, dass, wenn er wollen würde, er sehr, sehr einfach die Oberhand ergreifen könnte und einfach abhauen könnte. Boba bietet dem Rodianer erstmal erneut an, dass er mit ihm nach Anchorhead fliehen könnte, wenn er denn still sein sollte dieses Mal. Doch dieser findet scheinbar seine neue Lebensaufgabe ganz, ganz toll und beleidigt Boba aus irgendeinem Grund. Der absolut, es ergibt keinen Sinn, vielleicht ist er Rassist, ich weiß es nicht. Aber er scheint den größten Spaß seines Lebens zu haben, nach Black Melons zu graben. Doch nun legt er versehentlich die Klaue einer Bestie frei. Diese Bestie ist ein Logra, ein Wesen, welches nur in einer einzigen Geschichte aus dem Buch From a Certain Point of View vorkommt. Diese sind Teil des Rituals, in welchen junge Tusken zu Erwachsenen gemacht werden. Sie müssen eines dieser Wesen töten und dann eben als Beweis zurück zu ihrem Stamm bringen, um als Erwachsene angesehen zu werden. Das ist quasi der Schritt vom Kind zum Mann. In der Geschichte wird erklärt, dass dies in ihrem Clan der Ersatz für das eigentliche Ritual war, in dem eigentlich junge Krayt Dragons erlegt werden mussten, von denen es aber nicht mehr allzu viele gab. Diese Szene und alles, was bis zum Ende passiert, ist eine Hommage an diese Geschichte aus dem Buch. Und Filoni und Favreau haben damit einen der tiefsten Deep Dives in die Sidelore von Star Wars gemacht, die man sich vorstellen kann. Und technisch gesehen bedeutet das, dass dieser Stamm hier auch der gleiche ist, der im Buch beschrieben wird, da es in dem Buch gesagt wird, mehr oder weniger, dass nur dieser Stamm das so macht. Dazu ist der Logra auch animiert wie ein Stop-Motion-Monster und sieht auch im Gesicht aus wie etwas, was man aus alten Stop-Motion-Filmen kennt. Denn ja, der Kopf und der ganze Körperbau, der erinnert sehr, sehr an den Kraken aus Clash of the Titans aus 1981. Ich bin mir sicher, dass dieses Wesen genau danach modelliert wurde und eben deshalb auch animiert ist wie eine Stop-Motion-Figur.
Sie kehren jetzt zurück zum Stamm und dort wird der junge Mann gefeiert für den Tod und für das quasi Köpfen dieses Monsters, weil er den Kopf der Logra mitgebracht hat. Er erklärt auch, dass er das getan hätte mit eben Zeichensprache. Boba sagt nichts dazu, aber der Chief des Stammes weiß, dass er es eigentlich war, der das Biest niedergestreckt hat und bietet ihm nun eine Black Melon an. Boba ist nun mehr Teil der Gruppe und kein Gefangener mehr. Er ist im Grunde, ja, der Logra-Killer. Er ist eigentlich ein Tusken-Mann geworden, wenn man so will. In den Credits sehen wir jetzt nun außerdem nochmal, dass Boba scheinbar den Kopf eines Protokolldruiden eigentlich haben sollte, um alles zu übersetzen, und vor allem auch seine originale Rüstung ursprünglich tragen sollte, also mit dem hellen Unteranzug und den neongelben Schultern und Knien im Gegensatz zu den orangenen, die jetzt da sind, was bedeutet, dass ich das auch nochmal umlackieren muss bei mir. Nun endet die Folge auch schon und wir sind durch mit Kapitel 1. Viele fanden es tatsächlich etwas ernüchternd, wie ich gelesen habe, dass die erste Folge nicht nur so kurz, sondern auch relativ wenig Action von Boba aus geboten hat. Die zweite, die zieht dann das Tempo nochmal ein bisschen mehr an, darüber sprechen wir aber dann morgen zur selben Zeit hier auf dem Kanal. Ich bin jedenfalls jetzt schon ein gewaltiger Fan von The Book of Boba Fett und habe wirklich, wirklich, wirklich Lust, viel, viel, viel mehr davon zu sehen, auch wenn ich glaube, dass es durchaus in Bobas Krebstod enden könnte. Wie gesagt, wir werden sehen, wie viel wir noch darüber erfahren, warum er kein Bett hat und immer im Bacta-Pot schlafen muss, aber mein Best Guess ist, dass sein Körper mutiert, dass er Krebsgeschwüre hat und innerlich quasi nicht mehr so fit ist, wie er es mal war. Ich danke euch jedenfalls fürs Zuschauen. Morgen kommt, wie gesagt, das Recap zu Kapitel 2. Und bis dahin sage ich Rinjehauen.